Schon in das erste Buch der Bibel, in 1. Mose, sehen wir die Folgen von Alkohol. Was passiert, wenn man Alkohol trinkt? Das erste Beispiel sehen wir in 1. Mose, Kapitel 9, wo Noah betrunken war. Und was passiert? Er wurde von seinem eigenen Sohn Ham missbraucht. Ja, und Noah sagt auch, dass er wusste, was sein Sohn tat. Richtig. Und er hat ihn verflucht. Ja. Und der zweite Beispiel sehen wir 10 Kapitel später, in 1. Mose 19, wo Lot auf dem Berg war mit seinen 2 Töchtern. Und was passiert? Er trinkt so viel und seine beiden Töchter werden schwanger. Ja, beziehungsweise geben sie ihm zu trinken. Sie machen ihn betrunken und betreiben Inzest mit ihm. Also ja, schon im ersten Buch der Bibel sehen wir die Folgen von alkoholischem Wein. Mhm. Was es für extreme Folgen haben kann. Und beide Beispiele sind sexuelle Perversion. Ja. Ich meine, das ist ziemlich extrem. Das sollte uns zu denken geben, wenn es ums Thema Alkohol geht. Mhm. Wir als Christen sollten keinen einzigen Tropfen Alkohol trinken. Ja. Schau nicht auf den Wein, sagt die Bibel. Und warum? Wir sehen die Folgen davon. Mhm. Wir sollten uns gar nicht in die Gefahr begeben, gar nicht in die Versuchung. Und es ist immer eine gute Idee zu gucken, wie wird ein Wort oder ein Konzept, wie wird das beschrieben, das erste Mal in der Bibel, um eine Idee davon zu bekommen. Und die ersten 2 Beispiele, wie gesagt, sind extreme Beispiele, die uns davor warnen, Alkohol zu trinken. Ja.